Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Ralf Adelsbach, dein Finanzexperte. Schön, dass du dir heute dieses Video anschaust. Wir haben heute das Thema Börse von A bis Z und fangen natürlich mit dem A an, A wie Absicherung. Wie kann ich mein Depot vor Gefahren schützen? Ja, ein sehr gutes und weit verbreitetes Instrument ist ein Stop-Loss. Ich kann meine Aktie oder meine Vermögenswerte mit einem Stop absichern. Das funktioniert, kurz erklärt so: Die Aktie steht bei 100 Euro. Ich setze 5% unter dem aktuellen Kurs, also dann hier in dem Beispiel bei 95 Euro, das Stop Loss. Das heißt, die Aktie wird automatisch, sollte sie auf 95 fallen, verkauft und ich kann mir somit meine bisher erzielten Gewinne sichern oder ich kann mich vor zu großen Verlusten von 10, 15, 20% und mehr einfach schützen. Ja, das nächste A wie Amerika oder Asien. Ja, wir sind hier in Deutschland, in Europa eingekesselt von diesen beiden Supermächten, von diesen beiden wirtschaftlich sehr, sehr großen Ländern. Und man muss wirklich sagen, wir müssen uns dem Willen dieser Länder beugen. Beispielsweise, wenn die Amerikaner Strafzölle uns auferlegen, ja, dann knicken wir Deutschen oder wir Europäer immer ein, weil wir natürlich wissen, dass der amerikanische Markt ein riesengroßer Markt ist für unsere Unternehmen. Das Gleiche gilt für Asien. Ja, dort müssen Firmen, die dort Produkte verkaufen wollen, zum einen sich verpflichten, Arbeitsplätze zu schaffen oder auch Firmen eben dann zu gründen, ja, und dort drüben ansässig sein in Asien. Ja, das ist so eine Marktmacht, was diese beiden Länder besitzen. Ja, nächstes A, das A wie Automobil oder Automobilbranche. Wenn wir über Automobilbranche reden, denkt jeder sofort an VW, Daimler, BMW. Aber auch hier muss man sagen, spielt die Musik ganz woanders. Nehmen wir das Paradebeispiel mal Tesla. Der Unternehmer Elon Musk, der das Unternehmen gegründet hat, ist ein Visionär, ein Genie. Und was der Mann anfasst, wird zu Geld oder zu Gold. Im asiatischen Bereich haben wir eine BYD, das ist auch ein Elektromobilbauer, auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Und wenn wir hier mal die Wertentwicklungen anschauen, sei es von BYD oder von Tesla, da können unsere deutschen Autobauer nur weinend zusehen. Wenn man auch Technologien für die Automobilbranche mal beachtet, Wasserstofftechnologie, was ja einmal eine Antriebstechnologie werden soll, da reden wir über Firmen wie Plug Power, Ballard Power, die sitzen in Kanada und es gibt noch eins, zwei skandinavische Unternehmen, die in dem Bereich mitspielen, aber auch hier ist Deutschland mit Sicherheit nicht führend in dieser Technologie. Das nächste A. A wie Apple, wie Amazon, Alphabet oder Alibaba. Ja, das sind die Big Player, die sind weltweit mit die größten Unternehmen, wieder mit Sitz in Amerika oder in Asien. Alibaba zum Beispiel ist chinesischer Amazon und ich glaube, Apple, Alphabet und Amazon muss ich nicht groß vorstellen. Auch hier muss man ganz einfach sagen, das sind Unternehmen mit riesigen Cashflows, ja, riesige Gewinne, die haben Kapital angehäuft, die haben eine unwahrscheinliche Marktmacht, eine unwahrscheinliche Stellung. Und da kann man fast sagen, also heute würde ich lieber, bevor ich Festgeld bunkere, würde ich mein Geld in solche Aktien stecken und würde hiervon langfristig profitieren. Das werden wahrscheinlich nicht mehr die extremst Highflyer sein. Aber hier ist das Risiko auf ein paar Jahre Anlagedauer natürlich sehr, sehr überschaubar. Ja, das nächste und letzte A wie Advisor oder Robo-Advisor. Robo-Advisor bedeutet, ich gebe mein Kapital einer Firma. Dort ist ein Computersystem, dieser Robo-Advisor. Und dieser Robo-Advisor soll mit dem Vermögen der Leute natürlich Performance erzielen. Das heißt, hier sitzt kein Fondsmanager oder kein Management-Team. Das ist rein computergesteuert und computerbasiert. Von den Gebühren her ist es überschaubar zwischen schätzungsweise 0,5 und 1,25%. Man muss aber auch ehrlich sagen, auch die Rendite ist überschaubar. Ich habe mir mal den wohl bekanntesten Robo-Advisor rausgesucht, Scalable Capital. Dort
Hast du vielleicht auch schon mal Werbung irgendwo gesehen im Internet? Hier haben wir eine Performance im Jahr 2020 von 2,2%. Und wenn man jetzt die 2,2% mal nimmt und die Inflationsrate gegenrechnet, das ist vielleicht gerade mal ein Inflationsausgleich, aber hier reden wir nicht von Kapitalwachstum oder ordentlicher Performance. Auch wenn man das Ganze auf 2 Jahre mal sich betrachtet, auf einem längeren Zeitraum, hier wurden 5,3% erreicht. Auch das ist für mich keine wirkliche attraktive Performance. Ja, schaut euch mal meine Anlagen an, meine Portfolios, meine Wikifolios. Hier reden wir über jährliche zweistellige Renditen. Auch jetzt im laufenden Jahr, es hat wieder sehr gut angefangen, bin ich mit beiden Portfolien bei ca. 7% im Plus. Schaut euch das an. Sprecht mit mir, schreibt mir Nachrichten, fordert noch mehr Informationen von mir an und ich wünsche mir, dass du mein Kunde wirst und dass wir zusammen an den Kapitalmarkt gehen und dort für dich erfolgreich werden. Mach's gut und bis nächste Woche. Tschüss.